Teammitglieder, ole, Teammitglieder, ole, Teammitglieder, ole. Wir machen kein Geheimnis mehr draus, ne? Am Ende des letzten Parts bekamen wir bereits Fletiamo. Ja, jetzt heißt es noch Flecknuil, aber wenn es sich entwickelt hat, ist es Fletiamo, hier in der Grundwassersenke. Ja, da kommen beim Random Encounter auch nur zwei Pokémon, und zwar Flecknuil und Kiesling. Ja, ich weiß nicht. Also er muss mich noch überzeugen, so sein Design ist ja schon ein bisschen weird. Aber als Psycho-Flug-Pokémon bist du immerhin besser als so ein Taubsi mit Normalflug oder als so ein Zubat als Giftflug. Ne? Also Psycho-Flug, ne? Da werden jetzt schon mal zwei Sachen abgedeckt. Den finde ich vom Typ allerdings. Ne? Also das ist halt der Grund. Das ist der ausschlaggebende Grund, meine Freunde. Warum ich sag, Prodingos, ich will den haben und trainieren. Ich sehe gerade, mehr gibt es hier gerade gar nicht zu erledigen in der Grundwassersenke. Kann das sein? Das ist natürlich ein wildes Ding. Das Item können wir noch mitnehmen. Alter, was war das denn? Lag. TM Raub. Dann mach dich mal aus dem Staub. Thema Staub. Hier kann es auch ab und zu mal Staubwolken geben. In der Grundwassersenke. Zum Beispiel die da. Und da tauchen ganz andere Pokémon auf. Nämlich zu 100% Rotomurf. Ja, da ist er natürlich. Deswegen, das wird bestimmt auf dem Sandmeld drauf sein. Deswegen machen wir auf jeden Fall kein Geheimnis drum. Willkommen im Team, Rotomurf. Er ist doch gut, oder? Das ist ein Vieh, wo ich sag, der steht irgendwie für die fünfte Generation. So auch wie Rabigator, den wir bereits hatten. Diesmal ist es Rotomurf. Ihr seht, das Team formt sich. Ja, relativ lange nur mit einem Teammitglied rumgeeiert. Jetzt haben wir gleich drei derer. Komm, wir nehmen einen Finsterball, oder? Wollen wir einen Finsterball nehmen? Der Heilball hätte gut ausgesehen bei Flecknuil, ne? Das passt ja zu seinem Herzchen und Liebesgedöns. Superball, Finsterball. Nimm den Finsterball. Ich meine, der bringt ja auch was, weil wir hier in der Höhle sind. Und du bist oftmals im Erdreich unterwegs, denke ich mal. Er entwickelt sich zu Stalobor. Und ist physisch. Physischer Typ. Jetzt nur Typ Boden, am Ende müsste Boden Stahl sein. Das auch schon wieder einige Typen abdeckt, also. Es führt seine beiden Klauen zusammen, dreht sich rapide um die eigene Achse und gibt sich ratzfatz durch das Erdreich. Yay! Na, Freunde, es geht ab, ne? Geht ab, da. Wie gesagt, 100% bei der Staubwolke hier. Ich habe ein bisschen angefangen zu zweifeln, ob es hier überhaupt Staubwolken gibt. Aber ist ziemlich safe zu erreichen auf diese Art und Weise. Ach ja, ich kann ja mal gucken nach dem Wesen, ob es vielleicht das Physische vernichtet. Das wäre ein Grund, ein anderes Rotomurf fangen zu wollen. Nö. Also das Rote ist ja die Verbesserung hier. Und das heißt, Spezialverteidigung wird auf Kosten der Init gesenkt. Ja, ihr wisst schon. Init runter, Spezialverteidigung. Okay. Habe ich nichts dagegen. Der wird bestimmt eh keine besonders große Init haben am Ende des Tages. Das war Route 3. Oh, jetzt wird's dunkler. 18 Uhr. Aber ich finde, in diesem Spiel hat Dämmerung was. So, wir können uns hier in dem Kindergarten immer heilen. Jetzt werden mal die anderen trainiert. Die werden heute sich mal schlagen müssen. Nicht nur schlagen mit anderen Pokémon. Sondern schlagen um neue Erfahrungspunkte. Den niedrigsten Level hat Flecknuil. Haust rein. Was machen wir jetzt mit Sodamak? Den will ich nicht dabei haben, wenn ich ehrlich bin. Wir können Zerschneider jederzeit Rotomurf beibringen. Es ist aber auch Verschwendung. Es wird aber einen VM-Vergesser irgendwo geben. Wir geben Sodamak einfach mal in der Pension ab. Welches Pokémon sollen wir für dich aufziehen? Ja, das hier. V
fein, dann können wir uns mal eine Weilchen um den Sodamack. Komm wieder vorbei, wenn ein wenig Zeit ins Land gegangen ist. Ich geh dir gleich ins Land. Ah, okay. Jetzt kommt der nächste Zerschneiderbusch um die Ecke, nehme ich an. Na, noch nicht. Jetzt kann ich zeigen, was ich in der Trainerschule gelernt habe. Geh mal nach Hause. Muss ins Bett, Junge. Fritzchen! Was Fritzchen nicht lernt, lernt Fritz nimmermehr. Gut, da haben wir jetzt suboptimal, ne? Wir hätten ja unser Boden-Pokémon. Ich wusste ja nicht, was er hat. Elezeber, ganz geiles Ding, ne? Zebritz am Ende des Tages. Deswegen, genau, das hatte ich vergessen aufzuerzählen. Meine Teammitglieder in Let's Play Pokémon Schwarz, das ist auch richtig gut gewesen. Was war der Lehmsula? Schwächt Elektroattacken. Echt das mit Select? Nee. Ja. Das ist aber sehr schwach noch, ne? Der braucht physische Attacken, der Bursch. Ist ein guter Vergleich jetzt erstmal. Sehr effektive Lehmschelle. Im Vergleich zu. Ja, noch ist nicht so ein gewaltiger Unterschied. Oh mein Gott. Ja. Im Vergleich zu Turbotrainer zum Beispiel ist physisch auch 20. Guck mal, es ist auch 20. Perfekter Vergleich. Was es ausmacht. Lieber auf sehr effektiv gehen oder lieber auf physisch spezial gehen. Gleicht sich aus. Also das gleicht sich aus. Und das ist schon ein ganz schönes Lob, ne? Ja, was ist sein erster Kampf? Den hat er jetzt gut gemacht. Gegen das Zebra. So ein gut designtes Pokémon, Elezeber, ne? Und manche sagen, die Generation hat hässliche Pokémon. Ich meine, hat sie. Aber jede Generation, auch die erste, hat hässliche und komische Pokémon. Ne? Man kennt die halt nur. Man ist die nur gewohnt. Aber das war definitiv eins der allerbesten. Das ist hier noch Route 3. Würde mich nicht wundern. Du hast ja auch schon Konfusion und Gewissheit und Windstoß. Alter, Moveset-mäßig Fleckwheel on point. Würde ich sagen. Ah, er. Im noch tieferen hohen Gras. Markus, halt! Siehst du das dunkle hohe Gras dort? Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig stößt. Sei daher besonders vorsichtig, wenn du dich in das dunklere hohe Gras begibst. Also ich mache mich mal auf den Weg nach Septerna City. Weg stand da gar nicht. Ich mache mich mal auf nach Septerna City. Ja, ist ein Ding. Auch Felilu darf es nicht sein. Ja, okay, machen wir mal, ne, zur Feier des Tages. Immer feste Truff, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Gibt ein paar EP, nicht wahr? Die sind ja vom Level auch noch gut, also die müssen gar nicht aufholen oder so. Die gliedern sich noch ganz gut ein, die beiden Neuzugänge. Es wird sich wohl erstmal so ereignen, dass ich Evoserb erstmal entspannt zurücklehnen kann. Deswegen tue ich ihn auch mal an dritte Stelle für weitere Doppelkämpfe. Damit das dann passt. Und schon hat sich knapp das halbe Team geformt. Ist das nicht episch? Ich denke doch. Es ist halt noch eine Generation, in der man für meine Begriffe einen Flugtyp braucht, weil man die VM-Fliegen noch beigebracht haben muss. Dasselbe wird auch gelten für Surfer und Stärke. Stärke habe ich keinen Plan. Kriegt schon irgendeiner. Stärke habe ich keinen Plan. Das wird nicht so das Problem sein. Kommt immer Doppelkampf? Nee. Kommen immer Doppelkampf? Teuer, Deutschland, alles teuer. Nur bezahlen ganz viel Steuer. Ah, da kommen aber auch extrem viele. Extrem viele Dusselgur. Fleckwheel.
Ich bin einiges durchgegangen im Vorfeld, ne? Welche Typenkombinationen sinnvoll wären für unser Let's Play, damit das möglichst alle Typen abdeckt und so weiter. Man muss ja auch bedenken, Serpi Royal hat nur Typ Pflanze. Der bleibt Monotyp, der bekommt keinen zweiten Typ hinzu. Moinsen! Je nach Strategie des Trainers können auch untrainierte Pokémon im Kampf ihre Stärken zur Schau stellen. Ja. Also Pflanze, ja, ist ja schon mal gut für Wasser, Boden und Gestein, muss ich aber vorsehen vor Feuer, Eis, Gift, Flug und Käfer. Fletiamo hat ja Flug gegen Pflanze, Kampf und Käfer und Psycho gegen Kampf, Gift, hat aber Angst vor Elektro, Eis, Gestein, Eis und Unlicht. Während den Typ Boden von unserem... Alter. Was hat er gemacht? Ich hab nicht hingeguckt. Moment. Alter, warum... Ist genau so. Während unser Rotomorph mit Typ Boden halt gut ist für Feuer, Elektro, Gift, Gestein und Stahl. Und wenn er dann noch Typ Stahl ist, ist das Typ Stahl dann gut... für Eis, Gestein und Fee. Nee, Fee gibt's hier gar nicht. Aha. Fee gibt's, oder? Nein. Oder? Typ Fee kam mit der 6. Generation. Safe. Habe ich keine Tränke. Achso. Falsche Kategorie. Ja. Aber Stahlobor muss ich am Ende des Tages vorsehen. Als Boden-Stahl-Typ vor Feuer, Wasser, Kampf und Boden. Ja, und das deckt ja schon einiges ab. Ja, Freunde, so wird das nix. Muss ich dir doch mal einen super Trank gönnen. Ich will, dass du das gewinnst. Obwohl dein Gegner einen höheren Level hat, wirst du den Sieg davontragen. Dessen kannst du dir gewiss sein. Also setze Gewissheit ein. Guck mal, ich hätte gar nicht so einen Anton machen müssen. Einfach truff. Der Sieg wäre dein gewesen. Ah, das ist frustrierend. Ich habe verloren. So. Um das Gelernte wirklich zu meistern, muss man es auch anwenden. Auf der Brücke über 7 Brücken musst du gehen. Gut ruhen. Das wird dir gut tun. Bin mir nicht hundertprozentig sicher mit meiner Typ-Konstellation. Eigentlich hatte ich ein sehr, sehr gutes Team auf die Beine gestellt, das wirklich gegen alles eine Antwort hat. Aber das wird halt schwierig mit den VM-Attacken. Da würden mir einige fehlen. Es ist so schade, dass ich darauf Rücksicht nehmen muss. Ich muss vermutlich eins meiner geplanten Teammitglieder rausschmeißen. Das geringste Übel am Ende des Tages. Damit irgendein anderer Spackofatz VM-Attacken lernen kann. Das ist richtig... nicht so cool so. Aber mal gucken, wie es wird. Die bis jetzt drin sind, bleiben auf jeden Fall. Das habe ich so fest geplant. Das ist ein Ding. Ich erwarte auch Flecknoil. Selbst wenn der eines Tages ein Fletiamo ist, wird er jetzt nicht umwerfen kämpfen, schätze ich. Aber er wird seinen Job erledigen. Mehr will ich ja gar nicht. Ja, wenn man gerade unsehen. Ich habe überlegt. Was für ein Typ war der doch gleich? Ja, ja. Was war denn für ein Typ? Ist er selbst Unlicht? Okay. Ja, jetzt weiß ich's. Aber jetzt nur, um es herauszufinden. Ja, ich glaube, der schafft das nicht mehr, oder? So, und jetzt nochmal Butter bei die Fische. Wie entwickeln sich unsere neu hinzugewonnenen Teammitglieder? Rotomorph auf Level 31 zu Stahlobor. Punkt. Das ist doch schön, wenn es so simpel ist. Aber Flecknoil über die Freundschaft. Deswegen sollte ich ihn nicht down gehen lassen. Aus einer Niederlage kann man auch viel lernen. Zum Beispiel Demut. Glaube, ich gehe zurück heilen, oder? Es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Was ist denn da im Wasser? Ich kann nicht hin. Ich habe keinen Surfer. Auch kein Fahrrad. Aber Turbotreter.
Ja, die Zuneigung. Was macht man dafür, ne? Im Kampf benutzen, in Arenenkämpfen benutzen, nicht down gehen lassen und wenn man irgendwas hat wie Friseusen oder so, ne? Generell ist jeder Schritt mit dem Pokémon im Team ein kleiner Punkt für die Sympathie. Das wird schon ganz von allein kommen. Also wenn ich irgendein Pokémon im Team hab, das sich entwickelt mir Sympathie, das wird schon. Da mach ich mir weniger die Sorgen. Ich hab mir gerade eine neue Strategie ausgedacht. Ja? Was denn? Du kennst mich doch gar nicht. Albin. Düsselgor. Und sie können sich bislang beweisen. Das finde ich halt echt gut. Windschuss ist jetzt unsere stärkste Attacke gerade, ne? Es ist Stab. Und ich denke stärker als Konfusion. Was sagen denn die Werte? 40 Spezial. Also eher Spezial, ne? Und 50 Spezial. Komm, machen wir mal den Direktvergleich hier. Das hat mehr abgezogen. Doch, Konfusion ist doch stärker. Ich habe mich geirrt. Na dann. Oh, hat er clever gemacht. Mit Ruckzuckhieb, ansonsten wäre ich der Sieger, der strahlende Sieger aus diesem Düsselgur-Duell gewesen. Achso, Lehmsula war total für die Füße, ne? Achso, das war super schlau. Nicht mitgedacht, ja. Okay. Hab schon mal geguckt, ich bin noch physisch 20, achso. Ah, also rote Moves, Moveset, da muss noch ein bisschen mehr kommen, ne? Also da sehe ich jetzt noch keinen. Sehe ich jetzt noch keine Erlösung. Kiesling. Da wird das auch passen, ne? Boden auf Stein. Das ist effektiv. Das machst du mal. Ja, ich bin froh, dass ich Stardubor Rotomurf ins Team nehmen kann. Und das wird nicht das letzte beliebte Pokémon gewesen sein. Ich habe noch ein Pokémon vor, auf jeden Fall, das nicht so viele auf dem Zettel stehen haben. Und auch ein beliebtes. Das andere beliebte, das ist, was ich denke, was leider dann von der Effektivität, von den Typen her weichen muss. Das befürchte ich leider schon, dass das weichen muss. Und es tut mir wirklich im Herzen weh, Elitzeber, dass du uns nicht begleiten kannst. Ich wünschte, du könntest mitkommen. Aber einer deiner Brüder und Schwestern, oder Vorfahren wahrscheinlich, einer deiner Vorfahren hat mich vor 7 Jahren begleitet und deswegen... Diesmal ein anderer. Wir haben kein Elektro-Pokémon dabei. Dabei mag ich doch Elektro-Pokémon. Wir haben halt einen Pflanzenstarter, ne? Das deckt halt schon viel ab. Gut gemacht, Rote Morph. Stark, stark, stark. Wenn es Level 8 gewesen habe. Trotzdem darf man sich doch freuen. Für aufgeweckte junge Kerlchen. Kommen wir jetzt in Septerna City an. Hätte ich doch nur mehr Pokebälle gekauft, dann wäre mir das Pokémon eben nicht durch die Lappen gegangen. Loser. Hallo Trainer, ich finde ja, Tränke leisten einem auf jeder Reise wertvolle Dienste. Die gehören immer ins Gepäck. Du, sag doch mal, wo spielst du eigentlich lieber? Drin oder draußen? Drin. Aha, alles klar. Dann sag mir doch auch noch, ob dich eher Dinge interessieren, die jeder weiß oder sollte die niemand kennt. Niemand kennt? Echt, das finde ich toll. Dich als leicht verrückt zu bezeichnen, wäre gewiss nicht übertrieben. Anhand dieser Aussagen, naja. Sind das so Informationen, die gesendet wurden an Game Freak? Ankunft in Septerna City. Eine schicke Stadt für junge Leute. Die Alten müssen draußen bleiben. Was will er denn? Er geht mir ein bisschen auf den Keks. Ein bisschen zu sehr Charon-Overload in letzter Zeit. Komm, mir nach! Sollen Schienen darstellen? Ne, es soll einen Weg darstellen, aber es sieht aus wie Schienen.
Wenn du hier schnurstracks weitergehst, findest du das Pokémon Center. Und wo wir gerade dabei sind, hier, vielleicht hilft dir das ja weiter. Die Maronbeere. Ah, was würde ich nur ohne die Maronbeere tun, ne? Gib diese Maronbeere einem deiner Pokémon und es wacht sofort wieder auf, wenn es von einem Gegner in den Schlaf gelullt wurde. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Die Arenaleiterin von Septerna City kämpft mit Pokémon vom Typ Normal. Wenn du mit Kampf-Pokémon gegen sie in den Ring steigst, hast du also ganz eindeutig die Nase vorn. Hab ich nicht. Damit kann ich nicht dienen. Septerna City ist echt ein angesagtes Städtchen. Hier würde ich gerne wohnen. Die Stadt besitzt genau das richtige Maß an Schlichtheit, um schon wieder als schick zu gelten. Beginnen wir mit der Erkundung der Stadt, ne? Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass eine einfache alte Lagerhalle so viele Menschen anziehen würde. Tja, man lernt wohl nie aus. Ich muss schon sagen, im Innern dieser Lagerhalle gibt's tolle Sachen zu kaufen. Wollt ihr mir das ernsthaft sagen? Es sind tatsächlich Schienen. Hä, warum darf ich denn nicht? Oder von der anderen Seite kommen? Na denn? Hatten ihr hier von wegen eine schicke Stadt für junge Leute? Was denn das? Bis vor 2 Jahren hat Arti diese Lagerhalle als Atelier benutzt. Immer wenn er ein kreatives Schaffensloch fällt, kehrt er hierher auf der Suche nach Inspiration zurück. Das ist doch ein Pokédex, was du da hast. Das ist ja totaler Wahnsinn. Dann versuchst du jetzt wohl so viele Daten wie möglich über Pokémon zu sammeln, hm? Na fein, ich will dein Unterfangen unterstützen. Welches war denn das Pokémon, das du ganz zu Beginn ausgewählt hast? Ups, war Sappifeu, ja. Aha, ein Sappifeu also. Und dann bekommst du passend dazu das hier von mir. Wenn du ein Pokémon damit ausstattest, werden dadurch seine Attacken vom Typ Pflanze verstärkt. Man hätte also auch die anderen bekommen können, wenn man will? Es gibt viele Items, die jeweils einen bestimmten Effekt bewirken, wenn man sie in einem Pokémon zum Tragen gibt. Halte nach solchen Items also immer schön die Augen offen. Dann viel Erfolg dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Sodamak trainiert hätte wollen, und dann hätte ich dem dann das Wasser-Item geben können, das Zauberwasser oder so vermutlich. Kann das sein. Aber okay, dann machen wir das. Wundersaat für dich. Weil die anderen jetzt keinen dieser Standardtypen haben. Was ist ein Standardtyp, ne? Arti ist ja sowohl Künstler als auch Arenaleiter von Stratos City. Er ist unser Vorbild. Holahi, holaho, Wandern macht den Trainer froh. Welchem Pokémon werden wir wohl auf unserem heutigen Ausflug begegnen? Nanu, was haben wir denn da? Wenn das mal kein Pokémon mit der Fähigkeit Robustheit ist. Wie interessant. Die Fähigkeit Robustheit verhindert, dass man von einem K.O.-Treffer außer Gefecht gesetzt wird. Selbst wenn man von einem K.O.-Treffer-Angriff getroffen wird, steht man danach immer noch mit 1 KP da. Klingt irgendwie komisch, ist aber so. Die Fähigkeit hätte ich auch gern. Schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt. Holahi, holaho, Wandern macht den Trainer froh. Wohin wird uns unser nächster Ausflug wohl führt. Da stehen Pokémon-Artikel. Robustheit, ne? Das habe ich schon mal gehört, du. Schon mal in meinen Reisen bin ich schon mal begegnet. Hier sind allerlei Gegenstände wohlgeordnet untergebracht. Wohlgeordnet, meine Freunde. Da ist noch ein Treppchen nach oben. Angriff plus? Ja, so nennt man dieses Item auch bei uns in der Einalt-Region. Aus normalen Attacken Volltreffer zu machen, ist eben überall eine gute Idee. Ich habe in diesem Lagerhaus ein Café eröffnet. Willkommen, kann ich helfen? Was hast denn? Kostet aber gar nicht so viel, ne? Das ist nicht normalerweise schweineteuer, der Shit? Nee, ich verzichte, ich benutze es halt nicht. Braucht man nicht, braucht man einfach nicht. Bin nicht im Competitive Game. Hier fühle ich mich unwohl. Die drahtlose DS-Datenübertragung ist toll. Man ist voneinander entfernt und kann dennoch Pokémon tauschen. Jetzt aber, ich habe dem Pokémon ein Item gegeben und es so dann getauscht. Das Item war also ein kleines Geschenk obendrein, bin ich nicht großzügig. Voll toll. Okay, das war das. Dann kann ich auch hier rein? Nein! Aber hier. Welche Pokémon hast denn du so dabei, Trainer? Nanu, das ist doch ein Rotomurf, oder? Doch, ich sehe ein gewisses Zutrauen. Das ist ja schon mal was. Echt schon? Pokémon, die du im Tausch mit anderen Trainern erhalten hast, lassen sich schneller und leichter trainieren. Aber übertreib's nicht, sonst kooschen sie dir nämlich nicht mehr. Es sei denn, du besitzt genügend Orden. Ja, ist ja nicht mein Ziel, ne? Du, sag mal, hast du ein Lilminieb?
Vielleicht willst du Lil Mini Pia gegen meinen Wurmball tauschen? Nee. Tja, da kann man natürlich nichts machen. Aber vielleicht änderst du deine Meinung ja noch. Ich bin immer zum Tausch bereit. Wurmball habe ich gerade gar nicht vor Augen. Ich glaube, ich weiß, welches das ist, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Und Ditte? Was geht denn hier ab? Voll die Unordnung. Ich bin die Möbeldesignerin Rosalie. Ich habe gerade einen Durchhänger. Ja, das sehe ich. Mir fallen keine guten Designs ein. Ich versuche, ein wirklich traumhaftes Möbelstück zu entwerfen, aber nichts. Hier gibt's nichts zu tun, ansonsten ist es so ganz Banane hier. Wildes Haus, ne? Wildes Haus. Irgendwann begann ein paar inspirierte junge Hüpfer, diese heruntergekommene Kleiderfabrik und die dazugehörigen Lagerhallen als Ateliers zu verwenden. Und so war Septerna City, auch bekannt als die Stadt der Künste, geboren. Jedem das Seine, hm? Jedem das Seine. Da waren alles kleine Lagerhallen? Soll ich das glauben? Ich bin Poet. Gedichte sind meine Leidenschaft, das hast du dir sicher fast gedacht. Täglich grübe ich über neue Zeilen, ewig könnte ich so verweilen. Doch etwas lässt mir keine Ruhe, träumen Pokémon wie ich und du. Ach ja, wird man's je erfahren? Du bist ja ganz handsam. fürs Letzte hat noch ein Reim gefehlt, oder? Pokémon ist nicht gleich Pokémon. Sie unterscheiden sich nämlich oft in ihrem Wesen. Das check ich immer aus. Ein Tag ohne Gitarre zu spielen ist auch ein verlorener Tag. Dasselbe gilt aber auch für Pokémon-Kämpfe. Beides steht also täglich bei mir auf dem Programm. Das freut mich für dich. Ins rechte Haus kann ich so nicht hinein. Als ob man da nicht durch kann. Hallihallo, Leute im Pokémon Center. Ich bin's wieder, euer LPM. Einkaufen muss ich, glaube ich, nichts. Die Knochen im Museum von Septerna City hat man beim Wendelberg gefunden. Jemand namens Turner hat sie angeblich dem Museum vermacht. Was man so alles Interessantes erfährt, wenn man am PC im Pokémon Center Hilfe aufrufen auswählt. Wow, man lernt eben nie aus. Ich mach das jetzt nicht. Hallo du, Trainer. Kennst du eigentlich ein Pokémon namens Ordoch? Ja, schon besiegt. Das Besondere an ihm ist, dass es aus den sich bewegenden Grasbüscheln hervorspringt, die man hin und wieder sieht. Es gibt sogar richtig viele EP, obwohl es eigentlich ein ganz liebes Pokémon ist. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gut, da haben wir doch schon einen Großteil der Stadt erkundet. Einen ziemlich langweiligen Teil, wenn ich ehrlich bin. Aber das musste sein. Und wir stehen jetzt inzwischen schon mit 3 Pocket-Monsters da. Das ist gut. Ja, Museum gibt's und vermutlich eine Arena. Und was hier noch alles abgeht, das sehen wir im nächsten Part. Gibt's hier eine? Ich muss mal echt auf die Karte gucken. Ich habe noch nicht, glaube ich, auf die Karte geguckt. Dabei kenne ich mich in Einal gar nicht mehr so gut aus. Da sind wir noch, ja. Aber es gibt eine Arena, das steht da. Café, Lagerhaus, Museum. Ja, wir haben noch die wichtigsten Sachen, die interessantesten Sachen vor. Übrigens das Gebiet, ich meine mal so. Das Gebiet hier, da gibt es auch Orte, die man erst in Schwarz 2 und Weiß 2 erkunden kann. Und das ist eine super feine Sache. Da ist die Anordnung, die Reise ganz anders. Ne? Da freue ich mich auch drauf. Da freue ich mich drauf und ich freue mich erstmal auf den nächsten Part. Und wenn ihr da wieder dabei seid, also nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.